Heute zeige ich euch mal einen Klassiker der Hausmannskost hierzulande. Rahmgeschnetzeltes vom Schwein auf Tagliatelle und dazu ein Schälchen Schüttelgurken. Um dieses Rezept geht es in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Für das Rahmgeschnetzelte auf Tagliatelle benötigt ihr folgende Zutaten. 500 Gramm Schweinerücken, ca. 350 Gramm geschnittene Champignons aus 2 Gläsern, den Saft der Champignons, eine Zwiebel, 1 Esslöffel Tomatenmark, 400 ml Sahne, 1 Esslöffel Gemüsebrühepaste selbst gemacht, ihr könnt natürlich auch Instantpulver nehmen, 2 Esslöffel Mehl, Salz und Pfeffer, 1 Esslöffel Ghee, das ist selbstgemachter Butterschmalz, und 250 Gramm Tagliatelle. Wie man Ghee selber machen kann, das könnt ihr in diesem Video hier oben sehen. Vom Schweinerücken werden erstmal die 500 Gramm abgeschnitten. Diese in Scheiben schneiden und daraus dann die Streifen für das Geschnetzelte schneiden. Die Champignons abschütten und den Saft auffangen. Dann die Zwiebel schälen und in Würfelchen schneiden. Dann das Ghee, oder auch Butterschmalz genannt, in einen heißen Topf geben. Wenn sich das Ghee verflüssigt hat, die Zwiebeln und das Fleisch da drin kräftig anbraten. Jetzt die 2 Esslöffel Mehl dazu und sofort gut verrühren. Das Mehl soll nicht verbrennen, sondern es umschließt das Fleisch, dadurch wird das Fleisch schön zart. Das Fleisch schon mal ein bisschen mit Salz und Pfeffer würzen. Das Salz zieht jetzt aus den Zwiebeln und dem Fleisch ein wenig Saft. Dann den Esslöffel Tomatenmark dazu und alles sofort und gut verrühren. Das alles sollte relativ fix gehen, damit das Tomatenmark nicht verbrennt. Deswegen wird dann auch mit dem Saft der Champignons sofort abgelöscht. Und dann können die Champignons auch schon hinzugefügt werden. Dann den Löffel Gemüsebrühepaste dazu, damit es schön würzig wird. Die Gemüsebrühepaste gut mit verrühren und dann wird mit Sahne aufgefüllt. Da ja bereits Mehl im Topf ist, dickt die Soße jetzt wunderbar zu einem Rahmgeschnetzelten an. Jetzt den Deckel auf den Topf und dann darf das Ganze 10 Minuten lang bei geringer Hitze vor sich hin köcheln. Nach den 10 Minuten sollte der Herd auf die geringste Stufe, also die Warmhaltestufe, zurückgeschaltet werden. In der Zwischenzeit kann die Tagliatelle schon mal gekocht werden. Wenn die Tagliatelle fertig sind, abschütten, kurz abtropfen lassen, nicht abwaschen und dann gleich auf die Teller füllen. Die Tagliatelle bzw. Nudeln überhaupt sollten deswegen nicht abgewaschen werden, damit sie ihre Stärke, die noch an den Nudeln klebt, behalten. Das sorgt dafür, dass die Soße wunderbar an den Nudeln haftet. Oben auf das Geschnetzelte dann noch ein wenig verzieren und dann ist das Ganze schon fertig angerichtet und ihr könnt es euch schmecken lassen. Und so lecker wie es aussieht, schmeckt es auch. Dazu gab es bei mir ja noch die Schüttelgurken. Das Rezept dazu seht ihr hier oben in diesem Video. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.